Freunde, herzlich willkommen wieder zu unserer Fortsetzungsreihe über die Offenbarung. Und wir beginnen heute mit einem weiteren großen Teil. Die Vorgehensweise ist ja etwas ungewohnt. Anstatt dass ich ein Kapitel nach dem anderen durchnehme, sind wir ja in dieser Weise vorgegangen, dass es zunächst einmal um die Hauptakteure dieses faszinierenden Buches geht, nämlich unseren Herrn Jesus Christus auf der einen Seite und den Satan auf der anderen Seite. Und bisher haben wir uns informiert, was die Offenbarung über den Herrn sagt und auch im Hinblick auf seine Nachfolger, die Zeugen Jesu, die verschiedenen Gruppen, die uns in der Offenbarung begegnen, vor allen Dingen in der Drangsalszeit. Heute soll es um den Widersacher gehen, den Teufel, und das Thema heißt ein Abgang in Raten. Ich will aufweisen, was die Bibel über Satan, den Widersacher Gottes, uns mitzuteilen hat und wie sein Ende in der Offenbarung beschrieben wird. Und in einem zweiten Beitrag später geht es darum, wie der Teufel seine Mitstreiter findet, wenn er auf die Erde geworfen wird und wie er die ganze Welt zusammenrotten wird, um gegen den Herrn zu streiten. Zu Beginn lese ich aus dem 12. Kapitel der Offenbarung. Ein großes Zeichen erschien im Himmel. Eine Frau bekleidet mit der Sonne und der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und siehe, ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Diademe hatte. Und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort. Und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre, 1260 Tage. Zunächst einmal bis hierhin. Hier wird eine interessante Szene geschildert. Eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond unter ihren Füßen, auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. In der römisch-katholischen Kirche glaubt man, dass hier von Maria die Rede sei. Nur wird das sehr, sehr schwierig zu erklären, wo denn Maria in die Wüste geflohen ist, wo sie diese 3,5 Jahre, das sind ja die 1260 Tage, ernährt gewesen sein soll und vieles andere mehr, was von der Frau im Laufe dieses Kapitels uns mitgeteilt wird. Hätten wir schon das Ende dieses Kapitels gelesen, wir kommen darauf noch zu sprechen, dann werden wir feststellen, dass Maria hier nicht in Frage kommt. Im Alten Testament gibt es eine Begebenheit, wo eine Person Sonne, Mond und in diesem Falle 11 Sterne sieht, die sich vor ihr verneigen. Jeder Jude weiß Bescheid, um wen es hier geht. Nämlich um Josef, der das sieht in einem Traum und hier der Hinweis auf Israel. Und im Römerbrief wird dieses aufgenommen mit dem Hinweis, dass der Christus, der Messias, Jesus von Nazareth, dem Fleische nach, aus Israel kommt. Wenn auch seine Wirkung sich über den Rahmen Israels dann hinaus erstrecken sollte, auf die ganze Welt. Und das Kind, das hier geboren wird, erscheint dann wieder in Offenbarung 19 und da ist es sehr, sehr klar, dass nur Jesus Christus gemeint sein kann.
Und hier ein Hinweis ist auf seine Geburt, auf seine Menschwerdung, auf sein Kommen in diese Welt und diese dramatische Begebenheit, die hier angerissen wird, nämlich dass der Teufel versucht, bei der Geburt oder kurz nach der Geburt dieses männliche Kind zu verschlingen. Stichwort der Kindermord von Bethlehem durch Herodes den Großen angeordnet. Wir erfahren aus dem Evangelium, dass dieser Versuch gescheitert ist. Auch hier wird es so geschildert, das Kind wird den Fängen des Drachen entzogen durch die Entrückung. Das heißt, das ganze Erdenleben unseres Herrn wird hier nicht dem Einzelnen aufgelistet, sondern lediglich sein Kommen und sein Gehen. Wie er in diese Welt kommt, durch die Geburt, und wie er diese Welt verlässt, in der Entrückung, in der Himmelfahrt, die uns ja in der Apostelgeschichte Kapitel 1 geschildert wird. Der Drache stand vor der Frau, heißt es hier, um das Kind zu verschlingen. Er wird geschildert mit 7 Köpfen und 10 Hörnern und auf seinen Köpfen 7 Diademe. Später wird der Herr Jesus auch geschildert, aber in anderer Form. Und auch die Diademe werden erwähnt. Aber bei ihm sind es nicht nur 7 Diademe, sondern es heißt in Offenbarung 19, dass er viele, viele Diademe auf seinem Kopf trägt. Er hat in allem den Vorrang. Der Teufel kann nicht an ihn heran. Aber der Drache, der vor der Frau steht, ist ein Programm. Was wir heute unter Antisemitismus kennen, der Hass auf die Juden vor allen Dingen, das ist ja nicht nur ein Phänomen unserer Tage. Wenn wir die Geschichte Israels betrachten, dann sehen wir schon im Alten Testament, wie der Teufel alles Mögliche versucht, Israel zu zerstören, weil das ihm angekündigt worden ist, dass aus dem Samen der Frau der Erlöser kommen wird. Die Alternative, derjenige, der Menschen aus seinen Fängen retten wird, um sie zu Gott zu bringen. Und er hat versucht von Anfang an, diesen Plan Gottes zu verhindern, zu zerstören. Es ist ihm nicht gelungen. Wie ist er zu diesem Drachen geworden? War der Teufel immer so in dieser Art tätig? Nein. Im Alten Testament kennen wir einige Bibelstellen. Die bekanntesten sind Jesaja 14 und Hesekiel 28. Wo zwei Könige geschildert werden, einmal der König von Tyrus, zum anderen der König von Babylon, wo wir merken in der Schilderung, dass das, was dort von ihm gesagt wird, über diese geschichtliche Persönlichkeit dieser Könige weit hinausreicht. Und wir einen Blick tun in die Zeit, bevor die Welt geschaffen war, aber Engel schon vorhanden waren. Und wo der Teufel geschildert wird als ein wunderschöner Cherub. Viele denken, er war wahrscheinlich sogar der oberste aller Engel, der aber irgendwann in der vergangenen Zeit sich erhob, hochmütig wurde, neidisch auf Gott. Er wollte sich dem Höchsten gleichsetzen. Und dann wird geschildert, wie Gott ihn zu Fall bringt. Und viele meinen, dass seitdem der Teufel mehr oder weniger sich in der Hölle befindet oder als Herr der Hölle tätig ist, irgendwie damit zu tun hat, aber auf keinen Fall Zugang zum Himmel hätte. Nehmen wir die Bibel ernst, dann werden wir feststellen, dass der Teufel etliche Male geschildert wird als jemand, der vor Gott erscheint und Menschen verklagt. Die bekannteste Begebenheit ist vielleicht die, die wir im Hiob-Buch
lesen, wo es eine Versammlung im Himmel gibt und der Teufel erscheint und Gott ihn fragt, woher er kommt. Im Durchstreifen der Erde ist die Antwort. Und dann fragt Gott ihn, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Keiner ist so gerecht wie er. Und der Teufel antwortet dann und sagt, ja, der Mann hat gut reden, es geht ihm ja gut. Warum soll er auf bösen Wegen wandeln? Du tust ja alles für ihn. Hast eine Mauer um ihn herum gebaut, ich kann nicht an ihn heran. Ist übrigens hochinteressant, wie Gott sein Volk beschützt, sofern sie sich auf ihn verlassen. Und dann wird dem Teufel die Möglichkeit gegeben, Hiob anzutasten bis zu einem bestimmten Grad. Auch Gott setzt das fest, der Teufel kann nicht mehr, als wie Gott zulässt. Das wird uns in Hiob 1 sehr deutlich geschildert. Und bei anderen Gelegenheiten zum Beispiel haben wir einen Hinweis im Leben von David, dem Mann nach dem Herzen Gottes. Als er groß geworden war, eine riesen Heeresmacht hatte, kam er auf die Idee, das Volk zu zählen. Wie mächtig er geworden war, das heißt, er wurde im Herzen hochmütig. Der Stolz erfasste ihn. Der Teufel hatte ihn im Griff. Und es wird dort dann auch berichtet, dass es der Teufel war, der ihm diesen Gedanken eingab. Und die Fortsetzung der Geschichte kennen wir. Gott hat es erreicht, dass David sich darunter beugte, unter sein Versagen, und erkannte das, was dann mehrmals in der Bibel betont wird, dass Gott dem Demütigen Gnade schenkt und dem Hochmütigen widersteht. Die Ursünde des Teufels, als er noch Luzifer hieß, der Lichtengel, die Ursünde ist der Hochmut. Und genau das hat er dann versucht im Garten Eden, der Eva einzuträufeln, und er hatte Erfolg sowohl bei ihr wie auch bei ihrem Mann, dass er Misstrauen in ihr Herz hinein säte im Hinblick auf die Güte Gottes und es auch für sie verlockend war, dass sie Gott gleich sein würden, wie der Teufel in der Gestalt der Schlange ihnen versprach. Das heißt, die gleiche Sünde, die ihn zu Fall brachte, die veranlasste er auch im Leben von Adam und Eva und das mit Erfolg. Und so können wir die Aktion des Teufels verfolgen, seitdem er gefallen ist, nicht mehr dieser schimmernde Cherub, trotzdem immer noch große Gewalt ausübt. Es wird uns eine eigenartige Begebenheit im Judasbrief berichtet, nachdem Mose gestorben war. Versuchte der Satan irgendwie an den Leichnam von Mose heranzukommen. Und Michael, der Erzengel, der also jetzt als oberster Engel anzusehen ist, hinderte ihn daran. Und dann hören wir, wie Michael ganz vorsichtig dem Teufel begegnet und ihm sagt, der Herr schelte dich, Satan. Und Judas berichtet das im Hinblick auf solche Leute, die gerade im Zeichen der Endzeit Herrlichkeiten lästern, sich über Hoheiten hinwegsetzen, keinerlei Ehrfurcht zeigen, weder im normalen irdischen Leben als auch Gott gegenüber. Und dass das alles den Ursprung hat in der Ursünde Satans, den Hochmut, die Selbstüberschätzung des Menschen. Und jetzt geht's weiter. Im Hinblick auf die Frau wird gesagt, sie wird von Gott bewahrt. 3,5 Jahre. Ja, das sind die 3,5 Jahre, wenn der Teufel auf die Erde kommt. Wenn die große Drangsal kommt. Wenn der ungläubige Teil Israels gesichtet wird. Wenn die Zeit so furchtbar wird, dass im Evangelium der Herr sagt, wenn diese Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch gerettet werden. So etwas, was dann auf die Menschheit zukommt, hat es niemals vorher gegeben.
auch nicht zur Zeit der Nazis oder bei den großen Räuberungen Russlands oder in den furchtbaren Verfolgungen von Mao Zedong im Hinblick auf das eigene Volk in der Kulturrevolution oder ähnlichen Dingen. All diese Dinge sind nichts im Vergleich zu dem, was noch auf die Menschheit zukommen wird. Und in dieser Zeit wird Gott seine Hand über Israel halten, dass ein Teil Israels lebend durch diese Zeit hindurch gerettet wird. Und hier lesen wir zum zweiten Mal von den 1260 Tagen. In meinem letzten Beitrag am Schluss erwähnte ich die beiden Zeugen in Jerusalem. Und da kommt diese Zeitspanne zum ersten Mal vor. Da aber deutlich gesagt wird, wann sie überwunden werden, wann sie den Märtyrertod erleiden, nämlich in der Mitte der großen Drangsal, beziehen sich diese 1260 Tage auf die erste Zeit der letzten Danielswoche, auf die ersten 3,5 Jahre. Während diese 3,5 Jahre, die wir hier haben, die beginnen damit, dass der Teufel auf die Erde geworfen wird und Israel wird bewahrt bis ans Ende der Drangsal, um dann, was den gläubigen Überrest angeht, auch in das tausendjährige Reich hineingeführt zu werden. Gott hält seine Hand darüber. Der Teufel kann tun und lassen, was er will, meint er zumindest, aber er kann nicht weiter, als wie Gott es zulässt. Und das werden wir dann auch noch in meinem zweiten Beitrag im Anschluss an diese Dinge, die uns jetzt beschäftigen, hören, wie Gott auch in der Zeit des Antichristen und des Weltdiktators alles in seiner Hand hält. Aber jetzt zunächst, was geschieht jetzt im Himmel? Vers 7. Es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel, und sie bekamen nicht die Übermacht. Und ihre Städte wurden nicht mehr im Himmel gefunden. Und dieser Ausdruck nicht mehr weist auf mein Thema hin. Der Abgang in Raten. Es wird ein Zeitpunkt kommen, wo der Teufel gewisse Dinge nicht mehr tun kann. Wo er einen bestimmten Platz nicht mehr einnehmen kann. Wo er endgültig hinabgeworfen wird, verbannt wird von seiner Wirkungsstätte, die er bis heute immer noch innehat. Michael und seine Engel kämpfen gegen den Drachen. Ein Kampf im Himmel. Ich wiederhole noch einmal, für viele ist der Gedanke, dass der Teufel noch Zugang zum Himmel hat, fremd. Und sie wundern sich vielleicht, wenn wir über diese Dinge hier berichten, dass das noch zukünftig ist. Aber in Verbindung mit der Offenbarung ist das ganz eindeutig. Das, was hier geschieht, ist noch nicht geschehen. Der Teufel ist zwar aus seiner ursprünglichen Position herausgelöst worden. Er ist nicht mehr der Oberste oder einer der Obersten der Engel insgesamt, sondern nur noch über diesen dritten Teil, der ihm folgt. Aber Gott lässt es zu, dass er noch Zugang zu ihm hat, im Hinblick darauf, dass Menschen sich entscheiden müssen, auf welche Stimme sie hören wollen. Wollen sie Gott gehorchen, den Herrn als Führer nehmen, den Herrn Jesus Christus, oder hören sie auf die Stimme des Teufels, des Widersachers, der sie immer wieder gegen Gott antreibt? Aber es kommt der Moment, und das ist hier, wenn der Antichrist auf den Plan kommen soll, wenn es darum geht, dass die Weltherrschaft von einem Menschen ausgeübt werden wird, der sich ganz dem Teufel verschrieben hat, dann kommt der Teufel persönlich auf die Erde. Aber er kommt anders, als der Herr Jesus vor 2000 Jahren kam. Wir wollen einmal das gegenübersetzen. Hier heißt es, es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird,
der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel. Und die ihr in ihnen wohnt, wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Das ist das Weihnachten des Teufels, wenn ich das mal so bezeichnen darf. Als der Jesus auf diese Erde kam, wurde er nicht aus dem Himmel geworfen. Er kam freiwillig. Er kam auch nicht als ausgewachsener Mensch, sondern er kam als kleines, hilfloses Kind. Und als er auf die Erde kam, öffnete sich der Himmel. Und die Engel sprachen Friede auf Erden an den Menschen seines Wohlgefallens. Jetzt beginnt die ganz große Freude für solche, die sich dem Herrn öffnen. Wenn der Teufel auf die Erde kommt, dann heißt es, wehe der Erde, genau das Gegenteil. Das Unheil ist auf euch gekommen. Wer wird dem entfliehen? Und von unserem Herrn wird gesagt, er ist der Friedefürst. Er konnte seinen Jüngern sagen, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Selbst in den größten Versuchungen, bei den größten Schmerzen, der Friede Gottes erfüllte ihn. Wie ist es beim Teufel? Wut. Voller Wut. Denn er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Wie lange hat er denn Zeit? 3,5 Jahre. Wie lange hat der Herr Jesus hier auf der Erde gewirkt? 3,5 Jahre. Genau die gleiche Zeit. Die ersten 30 Jahre waren Vorbereitung, wo er in diese Aufgabe hineinwuchs. Aber sein öffentliches Auftreten nur 3,5 Jahre. Was tat der Herr Jesus, als er auf der Erde war? Als er seinen öffentlichen Dienst begann, er sammelte seine Jünger. Er bereitete sie vor, um den Menschen die frohe Botschaft zu bringen. Was tut der Teufel, wenn er auf der Erde ist? Er sammelt sich auch seine Jünger, aber mit 12 ist er nicht zufrieden. Er will die ganze Menschheit hinter sich her versammeln. Und sein Ziel ist, nicht für Gott zu kämpfen wie unser Herr, sondern gegen Gott, das Reich Gottes zu zerstören. Und das Ziel unseres Herrn war, das Reich Gottes aufzubauen. Welch ein Gegensatz! Und liebe Zuhörer, wie dankbar dürfen wir sein, wenn wir auf der Seite des Friedefürsten stehen. Kein Friede ohne Jesus Christus. Die Welt, die den Herrn verworfen hat, wird nach Frieden sich sehnen und es wird Krieg kommen, Hass und Zerstörung, weil sie den gewählt haben, der den Frieden Gottes nachhaltig zerstören will. Und erst hier gilt, dass der Teufel weiß, dass er wenig Zeit hat. Heute weiß er noch nicht, wie viel Zeit er hat. Er weiß es erst von dem Zeitpunkt an, wenn er auf die Erde geworfen wird. Und das wird im nächsten Abschnitt dann noch einmal bekräftigt, in Verbindung mit Israel, wie der Teufel versucht, jetzt in all seiner Wut dieses Volk endgültig zu vernichten, ins Meer zu werfen oder was auch immer Menschen schon wollten. Und wie Gott dieses Volk bewahrt, dann ist wieder von diesen 3,5 Jahren die Rede. Und dann Kapitel 13. Dann findet er auf der Erde einen Menschen, der sein Angebot, die Welt zu beherrschen, wenn er sich vor ihm niederwirft, ihn anbetet, annimmt. Und der wird geschildert in Kapitel 13 mit dem Tier aus dem Meer. Das wird uns in einem anderen Beitrag beschäftigen. Jetzt geht es nur darum, was der Teufel dann bewirkt.
Und dann wird dort geschildert in Vers 4, dass der Drache dem Tier die Macht gab. Die Weltherrschaft. Der Teufel ist der Gott dieser Welt. Und wem er seine Macht anbietet, wird Weltherrscher. Der Mensch, der in Offenbarung 13 geschildert wird, was uns noch später beschäftigen soll, wird nicht nur Europa beherrschen. Das wird allerdings sein Kernland sein. Da fängt es an. Das werden wir später hören. Aber im Lauf dieser 3,5 Jahre wird er Weltherrscher sein, weil der Teufel sein Gebieter ist, weil der Teufel ihn dazu befähigt. Mit dem einen Ziel, am Ende dieser 3,5 Jahre den Kampf gegen Gott zu führen, Hamagedon, die Mutter aller Schlachten. In Kapiteln anschließend, bis Kapitel 19, wird geschildert, wie der Teufel immer mehr Menschen unter seine Gewalt bringt, wie immer mehr Menschen auf ihn hören, wie auch eine große Institution, die einerseits tief religiös ist, die Brautgemeinde nachäfft und behauptet selber, die Braut des Lammes zu sein, gleichzeitig eine politische Macht hat, überall vertreten ist in der ganzen Welt und auch eine enorme wirtschaftliche Macht darstellt, wie der Teufel diese Institution inspiriert, die im Laufe von Kapitel 18 zu einer Behausung von Dämonen bezeichnet wird. Und dann kommt Kapitel 19. Da wird das geschehen, was in Kapitel 16 uns angedeutet wird, dass der Teufel selber in Verbindung mit den beiden Tieren von Offenbarung 13 alle Könige dieser Erde, so wird das geschildert, also alle herrschenden Präsidenten oder wie sie auch heißen mögen, inspirieren wird und die ganze wehrhafte Bevölkerung der Welt aufmarschiert, sich aufmacht nach Jerusalem. Und zwar nicht, wie manche sagen, den dritten Weltkrieg auszutragen, gegenseitig zu kämpfen, sondern sie vereinen sich alle zusammen, um den Herrn zu bekämpfen. Den, der auf dem Pferde sitzt. In Offenbarung 19 können wir das lesen. Und nachdem Hamagedon geschildert wurde, der Herr dem allem ein Ende bereitet, wie geht es dann weiter mit dem Teufel? Dann heißt es in Kapitel 20, die ersten 3 Verse, ein Engel aus dem Himmel kommt, ein einziger, packt ihn und wirft ihn in den Abgrund und schließt über ihm zu. Wie kläglich hat sich die Sache mit dem Satan entwickelt. 3,5 Jahre vorher war er noch der große Drache, die alte Schlange, der mit viel Macht gegen Michael kämpfte, auch wenn er eine Niederlage bezog. Jetzt reicht ein einziger Engel aus, um ihn zu bändigen und zu verbannen. Und dann hören wir 1000 Jahre nichts mehr von ihm. Es heißt dort, damit er nicht mehr die Nationen verführe. Das heißt, der Zugang zur Erde wird ihm jetzt auch verbaut. Jetzt ist er im Abgrund. Und am Ende von Kapitel 20, da taucht er noch einmal auf. Und die Bibel sagt, er muss noch einmal eine kurze Zeit losgelassen werden. Warum? Weil viele Menschen im tausendjährigen Reich geboren werden, die nie die Alternative hatten, Gott oder Satan. Satan ist gebunden. Er kann sie nicht verführen in den 1000 Jahren. Aber Gott will nur Freiwillige im Himmel. Jeder muss selber entscheiden, auf welche Seite er sich stellen will. Und deswegen wird der Teufel noch einmal losgelassen. Hat er sich bekehrt in der Zwischenzeit? Ist er zur Einsicht gelangt? Keineswegs. Führt fort, womit er geendet hat. Sein Ende vor den 1000 Jahren war die Verführung nach Hamagedon. Sein Beginn nach den 1000 Jahren ist wieder Verführung.
Er verführt die ganze Welt, sie rotten sich zusammen, ziehen nach Jerusalem und Feuer kommt vom Himmel und verzehrt sie. Und dann kommt zum letzten Mal der Hinweis auf den Teufel. Der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuersee geworfen, wo schon zwei Personen sind, diese beiden Tiere aus Offenbarung 13, damit er nie mehr Menschen verführen kann. Welch klägliches Ende! Und der Teufel weiß, dass das auf ihn wartet. Der Teufel kennt die Bibel wahrscheinlich besser als viele meiner Zuhörer. Und trotzdem kommt er nicht zur Umkehr, weil ein abgrundtiefer Hass in ihm vorhanden ist. Er wollte gleich sein wie Gott und er endet auf diese erbärmliche Art und Weise. Glückselig jeder, der sich in dem Herrn birgt, der Jesus zu seiner Zuversicht macht, der Gott beim Wort nimmt, sich freiwillig unter ihn beugt und auf die Stimme des Herrn hört. Und ich wünsche das allen meinen Zuhörern, wie auch mir, dass wir jeden Tag neu erleben, was es heißt, unter der Führung Jesu zu stehen.